Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt und jede, die zu lebhaft ist, kriegt ne Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System.